Noch scheint einiges los zu sein. Da ist ja voll Krieg drin. Hier kommen wir also nicht ran. Boah, da ist aber ordentliches los da dran. Das Tor ist zu. Ich muss einen anderen Weg ins Lager suchen. Ey, Leute, das hast du sehr spitzfindig erkannt. Ich könnte diese Wand hochklettern. Vielleicht komme ich so ins Lager. Welche Wand, ey? Du meinst jetzt nicht die, bitte, ja? Da wäre ich mir auch raufgekommen. Bin drin. Um herauszufinden, was hier los ist, muss ich denjenigen finden, der die Leitung hat. Ja, den können wir mit unserem... Warte. Das ist auch nicht Chefin, ne? Rebellionssoldat. Denn? Oh, zwei Treffer. Gut, die hat jetzt auch Helmrüstung an. Was? Wer erbricht sich? Geil, wie er doch versucht, den Pfeil sich aus dem Kopf zu ziehen. Nein. Nicht du, mein Freund, nicht du. So, da ist nämlich noch einer. Die Fremde ist schnell, wenn es ums Töten geht. Mist. Dann lauf, das kannst du doch. Ja, du brauchst auch nicht mehr laufen. Hat sie auch erlegt. Erledigt. Nein, da wollte ich noch gar nicht hin. Da, warte. Und da ist auch der Chef gleich dahinter, schätze ich mal. Oder? Ah, ich glaube, der weiß genau, wo wir sind. Oh, gibt ja nochmal richtig Animation hier. Oh, scheiße, ich glaube, die haben uns... Haben sie uns? Von wo denn? Ich sehe die nicht. Ich bin dabei. Ach, da hinten. Na, warte mal. Ah, der ist jetzt weg. Ich werde kämpfen. Ach, da bist du. Moin. Ziel anvisiert. Alter, der Scharfschussbogen ist schon... Der Scharfschussbogen ist schon richtig nett. Den müssen wir auf jeden Fall aufwerten. Weil der macht auch nicht Wumms. Der hat auch gut getroffen, aber nicht gut genug. Ja, der macht natürlich auf die Distanz nicht so viel. Obwohl das eigentlich Blödsinn ist, denn ist ja eigentlich Scharfschussbogen. Gerade auf Distanz muss er eigentlich gut wirken. Und das war schon wahrscheinlich schon ein bisschen sehr, sehr weit. So. Weiter vorrücken! Oh, krepelt hier noch einer rum? Ist keiner mehr?
So, wir müssen noch den Chef suchen und finden. Na, wo seid ihr, Bärchen? Na, wo seid ihr denn? Na, wo seid ihr denn? Die habe ich doch vorhin auch noch eingesehen. Das war so ein lila, ne? Osaram, glaube ich. Ich sehe gerade keinen mehr. Den haben wir auch weggemacht. Wahrscheinlich da oben drin. Und die Brücke haben sie auch gemacht, die Schweinepriester. Hast du immer alle platt gemacht? Nee, da sind noch welche. Ja, die sowieso, die wir hier hingelegt haben, das ist klar, aber. Ich glaube, wir müssen auch kraxeln. Ich glaube, das ist der Trick an der Sache. Ja, da müssen wir hoch. Und ich glaube, da sind noch zwei. Zugbrücke. Rebellenscharfschützen. Ja, war ja wohl nichts mit Rebellenscharfschützen. So, da müssen wir auf jeden Fall ins Wasser runter. Oh, meine Kleinen. Die Mami ist gleich da. Und da steht noch einer. Ist das Cheffe? Ja, Rebellenscharfschütze, mal gucken. Hat sich auch gescharfschützt. Erstmal Helm runtergeballert und dann schon so, Mensch. So. Ich glaube, eins dieser Gebäude ist eine Kommandozentrale. Du hast recht, haben wir, Aloy. Falscher Alarm, glaube ich. Nein, nee. Vielleicht haben wir was übersehen. Nein. Ach du Scheiße, das ist einer mit so einem leckeren. Mit so einem leckeren Schild. Haben wir denn was zum Ballern? Ja gut, wir können unsere Sprengstacheln nehmen. Sie ist im Grab, oder? Wir bringen es zu Ende. Sie ist hier. Was ihr mit all dieser Lohe anstellen wolltet. War jetzt ja nicht so doll, ne? 32 Scherben hat er nur dabei, der Sack. Bisschen jämmerlich. Du willst ein Anführer sein und hast noch 32 Scherben dabei? Jämmerlich. Für den Vorrat. Truhe aufbrechen? Das ist aber neu. Außergewöhnliches. Mit einer Rüstung drin. Okay, ich nehme alles zurück. Du bist ein würdiger Mensch. Was bist du? Nachrichtengerät. Ein Gerät, irgendwie Kommunikation. Enthält aufgenommene Übertragung. Okay. Ja, können wir damit was machen? Oder so? Ja, untersuchst du gerade Aloy oder guckst? Getreuete Nackt! Hört mich an!
Man sagte mir, ein Soldat dieses Lagers habe einen der Söhne des Prometheus zum Streit provoziert. Ja, das ist fein. Ihr solltet lieber nicht vergessen, dass unsere Verbündeten uns die Maschinen liefern, auf denen wir zum Ruhm reiten werden. Der nächste Narr, der sich mit ihnen anlegt, wird ausgeweidet und wie Aas in die Wüste geworfen. Es gibt keine zweite Warnung. Wird das genügen? Ja, das sollte verhindern, dass deine Leute mit meinen aneinander geraten. Ich danke dir, Regala. Möge unser Weg zum Sieg führen. Regala arbeitet also nicht allein. Hm. Diese Söhne des Prometheus gaben ihr die Mittel zur Überbrückung von Maschinen. Gut, dann sammeln wir noch mal ein bisschen ein, was die Jungs noch haben liegen lassen. Jungs und Mädels. Das war der Loot ja relativ überschaubar. Halt. Achso, wir müssen hier noch irgendwas machen. Hier ist ja noch eine Quest. Ach, weil wir das da noch gar nicht abgefragt haben. Ja, alles klar. Exklusives Spurenmaterial vorhanden. Karten der Umgebung. Eine Karte des Schreckens. Mit allen Bewegungen von und nach Fahrlicht. Die Schwachpunkte der Festung sind markiert. Sie haben Lohe zusammengetragen. Und mit der Menge da draußen können sie etwas Großes sprengen. Sie werden Fahrlicht sprengen. In das Loch wird eine ganze Armee reinpassen. Regala plant also, das Sonnenreich anzugreifen. Sofern sie eine ausreichend große Armee aufstellen kann. Ich muss diese Lohe vernichten. Ja, steh schon in Position, ey Leute. Muss nur... Okay. Ja, gut. Ich muss jede Lohe, die herumliegt, loswerden. Ja, aber das war nicht das Ding. Hä, warum gehen die nicht kaputt? Das habe ich ja auch mal abgeschossen. Wie kriege ich die sonst kaputt? Jetzt mit den Sprengstacheln kriege ich das nicht weg. Ja, aber wie kann ich denn... Gibt es hier irgendwie die Möglichkeit? Ich muss nur auf die Lohe schießen, sie in die Luft jagen. Ja, du, das habe ich doch schon gemacht, Aloy. Erzähl mir doch nichts. Ich habe doch schon drauf geschossen, da passierte nichts. Kann ich denn hier wenigstens schon... Nee, kann ich nicht. Auf die Lohe. Ach so, ich dachte auf die anderen Kanister. Okay, warte. Ach so, ich dachte die Kanister, wo wir standen. Ich kann mich um den Rest kümmern oder losgehen. So oder so, meine Aufgabe hier ist erledigt. Ach so. Ach so, ach so, ach so. Wo könnte ich denn jetzt hier auch mal speichern oder geht das nicht? Doch, jetzt kann ich speichern. Das war ja auch ein bisschen sehr missverständlich, ne? Ich stand nicht vor den Lohekanistern da oben. Dann sagt sie ja, mach kaputt. Ich baller drauf, es passiert nichts. Und dann plötzlich 300 Milliarden Kilometer weiter, da stehen dann diese Fässer, die wir wegballern können.
Also Aloy. Du kannst mich nicht einfach so verladen. Du hast hier noch was, was wir einsammeln können. Hier noch irgendwas? Was Geheimes? Ich glaube, hier haben wir alles weg. Ich sollte nach weiteren Rebellenlagern Ausschau halten. Ja, doch. Und verhindern, dass sie Ärger machen. Ja, doch. Ich muss mehr über diese Söhne des Prometheus herausfinden. Damit sie den Rebellen nicht beim Mord an ihrem eigenen Volk helfen. Nein! Ganz zu schweigen von den Kater. Ja, das andere Lager ist ja gleich nebenan. Das können wir uns dann gleich gönnen. Das können wir uns gleich gönnen. Ah, nee, da sind wir schon drauf und dran. Die Dornenrücken. Ach so, okay, alles klar. Das ist so eine Kettenquest oder was ist das? Wir haben schon wieder 8 Punkte, die müssen wir eigentlich auch noch mal ausgeben. Oh, da hinten, okay. Ja, aber auf jeden Fall, der Scharfschussbogen, der ist schon ganz nett. Also, da können wir schon auf jeden Fall was mit anfangen. Juckelt hier noch gerade einer rum, den wir schon mal wegpumpen können. Hm. Maschine mit Schockmunition ausschalten. Der Baum ist schon fast umgestürzt. Ein Schubs und ich habe eine Brücke. Ja, mag sein. Die Rebellenstummel müssen alle wegmachen, glaube ich, ne? Ich zeige den Außenposten. Weit weg vom Hauptlager. Vielleicht hält Regala hier ihre Maschinen. Ich glaube, wir müssen die auch platt machen. Oh, moin! Wer bist du denn? Scheiße! Das war nicht so nicht gewollt! So ein Wildschweinviech. Moin! Moin! Ich hänge hier schon wieder irgendwo fest. An. Alter. Moin. Oh, Scheiße. Ich glaube, hier sollte ich nicht sein. Mist. Aber hier können wir wieder hoch. Sehr gut. Aber ob ich hier hoch will, ist die Frage. Ich glaube, wir sollten die Schockmunition auch schon längst haben, aber irgendwie habe ich die noch nicht gesammelt. Guter Treffer. Autsch. Mist. Oh, nicht schlecht. Nein. Moin, ach, da habe ich immer auch ganz reagiert. Sehr gut. Moin. Da ist auch noch einer. Moin. Moin. Nein, und ich teile mich auch nicht. Warum
bin ich so bescheuert. Alles klar, Rensat, denn gut's nichtle. Scheiße. Bescheuert muss man sein. Das war total unnötig gerade. Total unnötiger Tod, wieder mal. Scheiße. Nochmal. Nochmal. So, jetzt machen wir es mal ein bisschen anders. Toll. Sag mal. Warum gehen die immer kaputt? Das ist doch... Warum gehen die mal kaputt? Oder Blödsinn? Ich glaube, da muss immer dieser Punkt, muss immer erst zu sehen sein. Ich glaube, dann geht er sonst nicht. Toll. Oh, Füchselein, weißt du, was du da gerade tust? Das ist ganz gefährlich, Füchselein. Und man stolpert hier ganz schnell. So. Na. Ja, komm mal hier vorne hin, das ist schon in Ordnung, so. Ist gelohnt. Moin. Och, alles klar. Moin. Abgebrochen. Eloy, was machst du? Ah. Oh. Das waren alle, oder? Okay. Mal sehen, was die Rebellen hier vorhatten. Alter Schwede. Ich sehe mir mal die Höhle an. Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Ach, du verfügst über unbenutzte Bla. Alles einsammeln.
Ah, die Elektroschock-Dinger waren schon ganz cool eigentlich. Jetzt weiß ich auch, glaube ich, worauf ich achten muss. Ich hatte vorher immer viel zu früh abgefeuert. Und das ist aber so, wenn du den kleinen Punkt hast, erst dann kannst du wirklich schießen. Wenn du dann einen richtigen Kreis hast oder so, dann gehen die Dinger kaputt. Warum auch immer. Das ist wahrscheinlich zu weit entfernt oder nicht eben oder keine Ahnung, was da ein Problem ist. Also muss man auf den Punkt warten, dann geht's. Gut zu wissen. Muss man ja auch erstmal wieder reinkommen. Wo ist hier noch was? Ach, hier oben hätten wir uns auch mal hinkraxeln können. Dann haben wir ein bisschen Ruhe gehabt, aber dann gut. Oh, haben wir mal schon aufladen wieder? Ah, so viel haben wir davon tatsächlich gar nicht mal. Diese Knochen haben wir nicht so viele von. So, jetzt haben wir alles, ne? Gehen wir mal weiter. Untersuche die Höhle. Die Höhle des Löwen. Vielleicht. Was ist das? Eine Zugbrücke. Das könnte mein Weg hinüber sein. Ach, vor allem war hier die lila Kiste und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Schläger-Jägerbogen. Okay. Dann haben wir da schon etwas Besseres. Das war eine Hälfte der Brücke. Wie lasse ich die andere herunter? Ja, das werden wir gleich sehen. Offensichtlich sollen wir da unten lang, wie es aussieht. Vielleicht hilft mir mein Fokus, wenn ich die Brücke scanne. Wo die Seile an der Brücke befestigt sind, scheinen ein paar Schwachstellen zu sein. So, die Brücke ist unten. Kommen wir da wieder hoch? Na, gehen wir erstmal so rüber. Nützlich, um Farben herzustellen. So, weiter geht's. Da haben wir auch alles. Ja gut, ich weiß, wie wir die Kiste hier unten... Ich weiß nicht, ob wir da nicht mehr eben so runterkommen. Auch vielleicht auf dem Rückweg, mal sehen. Lass mal gucken, was hier so los ist. Okay. Ein Dornrücken. Er fiel anscheinend in einen Tunnel. Die Rebellen hielten hier also Dornrücken. Die Maschinen stürzten in den Tunnel, der einbrach, als sie weiter hineinrannten. Was, wenn Ulvans Sprengstoff den Krater gerissen hat? Ich sollte nach Kettenkratz und Javad informieren. Sonst gibt es ja aber nichts zu entdecken, oder? Greifpunkt. Kleines Lager. Das heißt, wir müssten da irgendwie rüberkommen können. Aber die Frage ist, wie kommen wir wieder zurück?
Also runter auf jeden Fall, aber hoch ist ja die Frage. Ja, der Tunnel ist offenbar blockiert. Da geht's nicht weiter. Ja. Da passiert hier nichts mehr. Oh, wie komme ich hier wieder raus? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt, ey Leute. Da drüben gibt es nichts mehr. Na, nee, dann machen wir das mal hier hin. So, und wie kommen wir jetzt ganz nach oben? Hier wäre ja ideal gewesen. Da können wir nicht rüberklettern, das geht nicht. Ah, wahrscheinlich da, wo mal eben die Brücke war. Oder auf der Seite. Oh ne, wir kommen ja glaube ich auch so hoch. Ja, alles klar. Ups, da wollte ich zwar nicht hin, aber okay. Hey Leute, gib Gas. Alter, was ist das für eine Strömung hier? Ich will auch nur zu einer Pflanze, wenn wir schon mal hier sind. Dann sammeln wir das gleich mit ein. Was auch immer wir das brauchen, irgendwann mal. Nee. Nee. Nein. Achso. Ach, haben wir. Dann leuchtet auch noch was. Das Blaues. Ja, ist doch gut. Da wollte ich gar nicht hin, Aloy. Hey, Leute, da wollte ich gar nicht hin. Zwar nett das so, aber nee. Wo kommen wir denn da hin? Ach, ganz nach draußen. Ah, okay, gut. Wir können uns natürlich auch ein bisschen Weg sparen. Vorsichtig. Nicht. So, vorsichtig, genau. Nur Beuteunternehmer, Falllicht. Eigentlich wollte ich nach Kratze wieder hin, ne? Oh Mann, ey. Muss ich da wieder hin juckeln? Das heißt, wir brauchen Lagerfeuer. Lagerfeuer, damit wir da hin jumpen können. Herdenhinterhalt. Begib dich zum Durchgang. Färben. Der Seite. Oh, dann klettern wir auf der anderen Seite runter. Los, hoch, Aloy. Hoch mit dem Arsch. Hoch mit dem Arsch. Links rüber und nach oben mit dem Arsch. Was auch immer das für ein Hinterhalt ist. Ja.
glaube, wir müssen noch mal ein paar Ressourcen wieder einkaufen. Da fehlen uns noch einige. Alles in Schutt und Asche hier. Und da ist ein Feuerchen. Moin, bin gleich bei dir. So, andersrum. Aloy, hast du schon diese Bauteile für mich? Ich arbeite dran. Handeln, verabschieden. Rohstoffe sortieren, zurückkaufen, verkaufen, Outfits, Spulen, Streitfiguren, Waffen. Was haben wir denn hier? Schläger, Jägerbogen. 28, 64, 15, 25. Na, die können wir doch auch weghauen, oder? Weil, naja, Schläger, Jägerbogen ist so ein bisschen so. Können wir, glaube ich, vertickern. Brauchen wir nicht. Verkaufen. So, da bin ich auch drauf und dran, den zu verkaufen, aber den lassen wir jetzt mal vorsichtshalber nochmal. Weiß man nicht, wofür man den nochmal brauchen kann. So, Outfits hatten wir auch eins gekriegt. 17, 16. Ja, aber ist ja auch nix. Ich meine, ist zwar schön und gut. Sieht zwar ganz nice aus, aber ja. Ist eben halt so. 16 Feuer, 16. 17 Feuer, 16 Strom. Ja, aber es ist ja nix, ne? So, auch da können wir mal gucken. Da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal schauen, was die Werte angeht. Rohstoffe. So, und die können wir vertickern, zum Kauf markieren. Das ist so dieser unnütze Kram, ne? Zu verkaufende Werkgegenstände. So, okay. Streitfiguren kaufen. Was können wir noch bei ihm kaufen? Werkzeuge. Auch Bombe. Das bringt mir nichts. Das bringt mir auch alles nichts. Sehr schön. Na, ja, sehr schön. Was Neues von den Panzerwanderern? Ach, die Panzerwanderer. Schon, keine Sorge. Na klar, na klar. Handeln, verabschieden. Ich muss jetzt gehen. Viel Glück. Da gucken wir gleich nochmal nach. Wo sind denn jetzt die Panzerwanderer? Wo war das jetzt hier mit seinen Panzerwanderer? Kaja, ja, Jager, genau. Lager. Panzerwanderer. Er hat doch mal irgendwie gesagt, wo die sich rumtreiben, oder? Panzerwanderer. Panzerwanderer. Ich weiß es nicht. Mögen diese Panzerwanderer sein? Ich sehe auch gerade kein Jagdgebiet. Unbekannt, unbekannt, alles unbekannt. Nee, wüsste ich tatsächlich nicht. Scheiße. Fahrlicht. Aber wir müssen ja auch wieder hier zu. Mann, machen wir denn sonst erstmal die Quest. Weil dann wissen wir auf jeden Fall, wie es weitergeht. Dann gehen wir mich da gleich mal dahin. Was ist denn jetzt? Du hast nicht zufällig diese Panzerwanderer-Teile. Na, sag dabei, doch, wo die sind. Oder? Noch nicht. Kein Problem. Ich hab Zeit. Hoffe ich. Naja. Ich muss gehen. Ich hoffe, du kommst mit den Panzerwanderern zurecht. Ja, sag mir doch, wo die Panzerwanderer sind. Du bist zurück. Nee, ich bin nicht zurück. Ich gehe jetzt wieder. Moment, hier ist auch ein Feuer. Dann kann ich doch gleich schnell reisen. Was ich sagen wollte, ist, warum soll nicht auch ein Klon nicht auch einen Bauchnabel haben? Es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, mit welcher Technologie die geklont worden sind. Na, wenn jetzt, was ich, diese Maschine oder wie die auch immer geklont sein worden mag, nicht auch eine Nabelschnur hat, um zum Beispiel den Fötus entsprechend zu versorgen, warum nicht? Oder unhöflich. Mach mal langsam.
Hallo. Schön, dich wiederzusehen. Wie kann ich dir helfen? Nein, ich würde... Da wollte ich doch gar nicht hin. Hier war doch noch was anderes. Dornrücken, kehre zu Javad. Ja, der war das doch. Die Quest wollte ich haben. Ich wollte hier nicht kämpfen. Also noch nicht. Wollt zum Javad. Oh, wo ist hier noch der Eingang? Javad. Ich weiß, wie die Dornrücken in den Schrecken kamen. Du? Was? Wirklich? Wie? Olvens Arbeiter haben in der Mine westlich des Steinbruchs gesprengt. Anscheinend wollten sie einige der Tunnel öffnen. Oh, bei der Liebe des Morgens. Ich sagte ihm doch, dass das Risiko zu hoch ist. Diese Tunnel führen meilenweit, sogar bis unter den... Du meinst doch nicht... Und ich habe auf der anderen Seite der Berge Pferche entdeckt, wo Tenaktrebellen Maschinen hielten. Auch Dornrücken. Durch Olvens Sprengungen entstand ein Krater, der sie in die Tunnel zog. Durch die sie zur Mine und in den Schrecken gelangten. Gut. Außer den Rebellen trägt also nur einer die Schuld an der Dornrücken-Misere, Olvent. Leuchtende, gleich auf die Fresse. Strahlen der Sonne. Und die ganze Zeit zeigt er mit dem Finger auf uns. Bringt Alvent her. Und Petra auch. Also mal ein Bierkrug. Weil das Bier scheint nicht zu schmecken. So, Alvent. Du gibst jetzt mal die Fresse, oder? Buschen. Ihr zitiert wie ein elendes Schankweib. Ich hoffe, du hältst deinen Stift bereit. Was macht Petra mit dem Magister? Hier wird gleich der Stift gehen. Glaub mal, mein Freund. Was? Was will die hier? Ich wohne hier, Rostkopf. Gut, worum geht es? Das wird bestimmt gut. Dank der Retterin hat die Sonne die Wahrheit über den Einfall der Dornrücken enthüllt. Tenaktrebellen auf der anderen Seite der Berge hielten Maschinen in Pferchen. Ein Krater schluckte sie und riss sie in die unterirdischen Tunnel, die nach Osten und in den Schrecken führen. Es war also ein Unfall. Aber lasst uns nicht vergessen, dass die Karte... Das ist nicht alles. Der Krater entstand durch deine nicht genehmigten Sprengungen in der südlichen Mine, Alvent. Du bist verantwortlich für den Maschinenangriff, die toten Arbeiter und die Zerstörung durch die Dornrücken. Für einfach alles. Mein lieber Magistrat, hat die kostbare Sonne dir die Sinne versenkt? So etwas würde ich nie ohne deine Zustimmung veranlassen. Es gibt Beweise dafür. Aloy hat den Frachtbrief in der Mine gefunden. Du hast das Sonnenreich betrogen, Alvent. Nur für ein paar zusätzliche Scherben. Gierig wie immer. Und die Bergleute, die beinahe ertrunken sind. Und dieses Riesending, das du geschickt hast, um ein paar Flüchtlinge einzuschüchtern. Ich verlange eine offizielle Untersuchung. Ich bin das Opfer irgendeiner Karja-Intrige. Aber gewiss, wir werden alles genauestens untersuchen. Die Dornrücken, die Mine, die Flüchtlinge. Jeden Geschäftsabschluss, den du jemals getätigt hast. Das ist doch nicht nötig, oder? Was, wenn ich einfach ins Anrecht zurückkehre? Das würde der Kasse natürlich Kosten sparen. Natürlich. Ich reise ab, sobald ich ein paar offene Sachen erledigt habe und alles geklärt ist. Das Wohlergehen der Leute in Kettenkratz in Zeiten wie diesen... Nein, du wirst sofort gehen. Kettenkratz kommt zurecht. Du glaubst, sie kann dieses miese Drecksloch leiten? Pah! Fall doch tot um. Raus! Oh, wir wollen und brauchen dich nicht! Wieder mit Arbeit! Schied ihm recht! Weg von mir!
Dreck steht dir gut, Alvind. Ah, ich glaube, von dem hören wir noch. Habe ich so das Gefühl. Die Sonne Schatten vertreibt. Ich danke dir, Aloy. Er hat es verdient. Hier, bitte, nimm das für deine Mühen an. Ach, kriegen wir jetzt wieder 20 Scherben? Und meine Nerven sind dir sehr dankbar. Und ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Das stimmt wohl. Seine Fußstapfen sind hässlich. Aber ich trete rein. Alles dank dir, Flammenhaar. Nora Streiterin. Was haben wir gekriegt? Nora, Nora Streiterin? Kettenkratz ist besser dran, wenn Petra das Sagen hat. Nora Streiterin. Was ist nun wieder Nora Streiterin? Ach so, hier, guck. Das müsste wahrscheinlich das hier sein. Nora Streiterin. Geile Klamotten. Aber dass sie alle so scheiß Werte haben, ne? Wenn man mal so guckt. 15, das ist nicht so geil. Aber ich finde immer noch, das ist noch super. Oder die, also die zwei. Wobei das eben halt mit der Säure, das ist, sonst hätte ich das schon längst angezogen. Weil das bessere Werte hat als der. Aber das Problem ist eben hier, hier haben wir noch 25 mal Säure. 25 Säure, 25 Elektro. Hier haben wir aber insgesamt mehr 23 Fallschaden und 14 Feuer. Und davon haben wir ja keine Waffen. Strom haben wir nicht. Stromwaffen haben wir nicht. Chemie haben wir jetzt auch noch nicht. Also die Säure. Das Eis haben wir auch noch nichts. Also eigentlich können wir die ganzen Rüstungen momentan noch nicht so wirklich nutzen. Das ist noch nicht so lecker. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen Dinge tun. So, Streitfiguren. Naja, wie gesagt, Streitfiguren. Das ist für mich jetzt nicht so unbedingt relevant. Also ich sag mal, wenn ich da jetzt nicht unbedingt zigtausende Streitmatches mache in dem Spiel, dann würde ich das, glaube ich, nicht vermissen. So, aber ich würde mal ganz gerne hier nochmal die 10 Punkte mal ausgeben. Ich finde das bauchfrei geil, praktisch. Ja. So. Frag mich, warum wir das hier noch nicht freigeschaltet haben, den letzten Punkt hier. Ach, weil wir da 3 Punkte investieren müssen. Ah, ein Mutstoß vollständig verbessert. Okay, was haben wir hier? Munitionsexperten, stelle die mit derselben Rohstoffmenge mehr Munition her. Das ist auf jeden Fall gut. Das ist auf jeden Fall lecker. Konzentration wird langsamer. Was haben wir noch? 3 Punkte. Jägerbogen. Lege bis zu 3 Pfeile mit einem momentan ausgewählten Typs ein. Feuer ganz normal, um alle Pfeile gleichzeitig abzuschießen. Braucht eine mittlere Menge Waffenausdauer, während du L2 zählst, du bei R1 an, um den weiteren Fall einzulegen, vor allem mit R2. Die Frage ist, ob wir dann auch dreimal so viel Schaden machen. Meistens reduziert sich das ein bisschen. Schwere Waffe plus ausdauerndes Feuer. Gebundene Fähigkeit lernen. Geschlossene Verbesser aufbauen, Effekt an Elementarangriffen während du wieder. Stelle Fallen, tränke schneller her. Erhalte mehr bessere Rohstoffe, wenn du Fallen und Stolpertritte zerlegst. Ah, da kann mich jemand nicht so zu. Nicht so wirklich zu. Hinreißen lassen. Ich sprich sofort die Waffendeckung eines Gegners und meine anfällig für Folgeangriffe. Das können wir vielleicht nochmal machen. Ein Punkt. Ziele bleiben länger energetisiert. Also vielleicht schon mit schweren Angriffen mehr Schaden. Das ist auch gut. Abprallbombe. Sprengschleuder. Ja, das ist eigentlich so das, was wir eigentlich bräuchten. Haben wir nicht genug Punkte für. Gut bei Aufprall. Das ist ja ein Santos und die einzige die starke Spezialfähigkeit zu nutzen. Outfitstärkung, Gewebestärkung. Ja, okay, warten wir es mal ab. Also so mit diesem System hier bin ich noch nicht so ganz koscher. Finde ich persönlich nicht so unbedingt gut. So, Hauptstory, Tor des Todes, Stufe 10. Stufe 14 sind wir, also könnten wir es eigentlich locker spielen.
Nebenaufträge haben wir, also Hauptquest haben wir eine Nebenquest haben wir. Aufträge haben wir auch eine bis jetzt. Maschinenstreit lernen. Müssen wir eigentlich auch noch Dinge tun. Kerufs Bauteile KG. Verträge, Beuteverträge. Rebellenlager. Elektroruinen, Langhälse. Bin bei den ganzen Tastenkombinationen wäre ich hoffnungslos überfordert. Ich auch. Deswegen bin ich auch persönlich auch kein Fan von. Wenn ich mir sowas angucke, hier wie die Kriegerin zum Beispiel, wo hier die ganzen Geschichten sind, neben den ganzen Tasten hier zum Beispiel. Ja gut, R1, R2 geht tatsächlich noch. Aber wenn da steht, drücke dreimal R1 und danach R2, sowas vergesse ich. Ich drücke meistens im Kampf dann einfach wildwuchernd was durch die Gegend. Und dann passt das schon irgendwie. Meistens. Maschinenmeisterin. Was ist das jetzt noch? Maschinenmeisterin? Können wir auch nichts machen. Überbrückte Maschinen verfügen über mehr Gesundheit. Ja gut, das ist doch egal. Können wir das auch gleich nochmal mitmachen. Früher oder später werden wir sowieso mit mehreren Maschinen durch die Gegend düsen. Wir kriegen sowieso wieder Punkte dazu. Das kriegen wir alle schon hin. Ist ja egal. Jetzt soll sich das alles merken. Ja, das kommt noch dazu. Ich merke mir das gar nicht erst. So. Dann speichere ich mal an dieser Stelle. Speichern. Und dann setze ich hier auch erstmal einen Cut für die nächste Runde Horizon. Und ja, dann haben wir erstmal wieder ein bisschen was aufgenommen. Bei mir ist es eigentlich immer so, ich spiele solche Spiele ja eigentlich immer ganz gerne so. Ich mache erstmal alles drumherum fertig und dann spiele ich die Hauptquest. Das ist eigentlich immer so das. Also zum Beispiel Sammelobjekte sammeln. Eben halt so die ganzen Nebenmissionen spielen, die ganzen Aufträge, Sammelaufträge. Und wenn ich das alles fertig habe, dann mache ich meistens erst die nächste Storyquest. Hat zum einen den Vorteil, dass wir den eben schon ein bisschen geskillt haben, ein bisschen geübt haben. Und wir meistens dann auch schon bessere Ausrüstung haben für die Hauptquest. Und naja, dann vergisst man eben halt auch nichts. Wobei, naja gut, die Hauptstory zu vergessen wäre auch eine Kunst. Aber so mache ich das eigentlich immer. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen kleinen Break. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge Horizon Forbidden West auf YouTube. Macht es gut, bis dann. Tschüss.